So, das wird jetzt eher kurz und schmerzlos, der Vollständigkeit halber. Es geht nun mal und wieder ums Ruckweed, das beifußblättrige Traubenkraut oder Ambrosia genannt. Und das habe ich ja schon ein paar Mal hergezeigt, nämlich deshalb, weil es für Allergiker von Bedeutung ist. Also es ist jetzt September, Ende September. Recht viel Blirtnehmer und das bliert aber nach wie vor Vollgas dahin. Das da sind die männlichen Blüten und das ist das, was so staubfreudig ist. Wieder dazu gesagt, das Exemplar da ist, also für die Größe, das ist voll klar da zum Beispiel. Da hinten sehen wir ein bisschen ein größeres. Ja, aber das ist halt echt schwer zum Aufnehmen. Seht, das ist ungefähr 1,20 Meter. Bei uns wird es 1,50 Meter. Ich habe aber auch schon richtige Biester gesehen mit 2 Meter. Aber ja, das ist vielleicht eh schon eine schöne Größe da bei uns. Auch da, da. Aber ich befürchte, seht es echt schlecht, weil es so filigran und so viel davon ist. Also das alles da, all diese Säulen, die was da in den Tee stehen, Ruckweed, auch da wieder. Ja, genau, kurz und schmerzlos. Entschuldigung, jetzt fühle ich mich schon wieder gegen den Ton wahrscheinlich. Mir geht es darum, ich habe gesagt, ich möchte die weibliche Blüte noch herzeigen, weil die ist jetzt erst nachher gekommen. Also diese langen Stabal da sind die Männer und also da hängen ein Männer, ein Haufen Einzelmänner drauf, die was wieder aus mehreren Staubbeuteln bestehen und die stauben recht schön umeinander. Und da drunter, dieses unscheinbare Zeigerl wäre da, das da und das da. Das da sind die Damen, die was da drunter sitzen. Das ist echt schwarz zum Zagen. Also das ist keine typische Blüte, die was ausschaut wie Superblume oder so, sondern man sieht da, da sieht man, wenn ich das jetzt sehe, ein bisschen die Fäden. Ja. Also das sind Fruchtfäden, also die Blüte für die Dame schaut da in so fadiger Natur raus. Ja. Also da kann praktisch der Pollen drauf hängen bleiben. Und das ist dann schon die Damenblüte. Also das ist völlig unspektakulär. Das Auffällige beim Ruckweed und auch das Problematische natürlich, weil die stauben, sind die Männer. Ja, ich habe die so ausführlich gemacht, weil es eben ja, für manche tatsächlich ein Problem ist. Und jetzt sollte es eigentlich keiner von klein auf bis groß. Und weiß ich nicht, wenn es für euch wirklich, wenn es Allergiker seid und ihr findet auf einmal sowas in euch ein Vorhaus oder Vorgarten, wenn ihr sowas habt. Ich bin ja grundsätzlich gegen das Ausreißen von Sachen, aber dann, ja, das ist weg, weil es kann dann tatsächlich für euch ein Problem sein. Okay, das war's dann.